Zurzeit befindet sich ein elysianischer Inspektor namens Cletus hier auf der Ponia. Goal hat ihn begleitet. Darum ist sie überhaupt hier. Mit ihren Codes lässt sich das letzte Hochboot in Porta Fisco aktivieren, das sie zurück nach Elysium bringen soll. Wir müssen Elysium davon in Kenntnis setzen, dass Deponia bewohnt ist. Darum werde ich Goal nach Elysium bringen. Aber natürlich. Ihr könntet versuchen, den Ältestenrat umzustimmen. Wenn sie erfahren, dass Deponia bewohnt ist, werden sie die Sprengung abblasen. Aber warum solltest ausgerechnet du nach Elysium gehen? Weil ich dem Inspektor zum Verwechseln ähnlich sehe. Das kann doch gar nicht sein. Das ist aber so. Rufus und Cletus könnten Zwillinge sein. Ein merkwürdiger Zufall. Es kommt noch besser. Argus Kreuzer hat an dem besagten Sprengturm angelegt. Seine Mission ist es, Cletus und Goal zum Hochboot nach Porta Fisco zu bringen. Während des Angriffs können Goal und ich das Chaos nutzen, um Cletus zu überrumpeln. Ich werde dann seine Stelle einnehmen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Das klingt sehr riskant. Aber es ist unsere einzige Chance. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Zumindest schon mal super, dass es funktioniert hat. Hoch auf Rufus, unsere neuen Anführer. Ui. Yay! Das war so cool. Du hast Janosch wie einen kleinen Idioten aussehen lassen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn er sich mit jemandem von meiner Größe misst. Jetzt muss ich nur noch dein letztes alter Ego überzeugen. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur ohne diese mürrische, boshafte Seite. Stimmt. Allein der Gedanke an diesen Idioten macht mich wütend. Und du hast diese unschuldige Trotteligkeit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja, danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg irgendwie. So, das heißt, wir müssen bloß noch den letzten Teil überzeugen. Und dazu müssen wir irgendwie die Schnabeltiere noch ausbrüten. Probieren wir mal, ob wir irgendwie an die letzten zwei Sachen kommen, um die Eier hier auszubrüten. Gehen wir mal zum Angler. Da müssen wir ja bestimmt den Tigerfisch irgendwie bekommen. Probieren wir es nochmal hier mit dem Köder. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Hey, bleib stehen! So ein Käse. Wie könnten wir an den Fisch kommen? Dem Haken vielleicht irgendwie? Können wir uns da einen Köder rausnehmen? Das habe ich mir bereits geangelt. Tja. Können wir vielleicht mit den Pillen? Und den Köder? Der will seine Ruhe. Die kann er haben. Ach, sieh einer an. Das sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus phosphoreszierenden Sardellen. Können wir jetzt hier nochmal probieren? Funktioniert das? Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Bravo, Herr Kollege. Und jetzt gib mir den Köder. Ich weiß nicht. Es ist ein ganz schön mickriger Fisch. Und ein ganz schön großer Köder. Aber na gut, wollen wir mal nicht so sein.
So, dafür haben wir jetzt einen Tigerfisch. Können wir da gleich das Ei reintun? Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Ich kann ihn immer noch einwickeln, wenn er schlimmer müffelt als meine restlichen Sachen. Käme wohl auf einen Versuch an. Hier passiert gar nichts. Hier passiert gar nichts. Dabei habe ich mich genau an die Fibel gehalten. Auch wenn es der falsche Fisch ist, der obendrein auf der falschen Seite des Jordan schwimmt. Okay, warte mal, da habe ich noch eine Idee. Ein Zebrafisch und wir haben einen Tigerfisch. Und ich weiß zufällig... Ist das schneller? Nein, ich glaube, das ist schneller. Ich weiß zufällig, dass bei Doc noch ein Eimer mit weißer Farbe steht. Vielleicht können wir einen Zebrafisch daraus machen. Dann hätten wir ja bloß noch ein Ei, hoffe ich. Zu Docs Werkstatt. Mal schauen, ob das funktioniert. So, hier Wasserschnabeltier, Farbeimer. Voila, ein Zebrafisch. Und nun? Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Jetzt müsste ich ihn nur noch irgendwie wiederbeleben. Wie wär's hiermit, in der Schleuse? Hier in diesem Teil da. Probieren wir mal. Aber natürlich. Ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Rufus, was tust du denn da draußen? Hör sofort auf damit. Der Energiefluss sprengt die Skala. Der Raum beginnt sich bereits zu krümmen. Einen Moment noch. Komm schon, Fischbert. Lebe. Lebe. Rufus, verdammt! Ja, doch! Was auch immer das war, es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen Zombie-Dasein haben. Den vielleicht in das Glas stecken? Halte durch, Frankenfisch. Ehrlich. Okay, dann gehen wir nochmal an die Kühltruhe. Knöpfchen. Und hinein mit dir. Ist das Säure oder Wasser? Säure. Wie Säure? Okay, wo könnten wir den Fisch denn hintun? Was zappelt da denn so? Oh oh, Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Ich weiß. Dad hat doch noch ein Aquarium. Ich hoffe, das hilft. Das Zappeln hat aufgehört. Das heißt dann wohl... Ich hatte mal ein cooles Zombie-Haustier. Okay, also nochmal wiederbeleben. Aber natürlich. Ich könnte endlich... Komm schon, lebe! Ja... Was auch immer es war, jetzt sollte ich, sonst wird er nicht... Okay, und jetzt schnell. Los, Rufus. Was
zappelt da denn so? Oh, oh, jetzt sollte ich... Hier, Karte. Bellevue. Das Zappeln hat aufgehört. Das heißt dann wohl, ich hatte mal ein cooles Zombie-Haustier. Okay, Klein Venedig. Marktplatz gibt's ja auch nirgends. Wo was mit Wasser? Ich überlege gerade, wo könnten wir den Fisch hin tun? Ich probiere es nochmal mit Laufen. Vielleicht funktioniert das ja. Aber natürlich. Komm schon. Was auch es war, jetzt soll, sonst wird er. Jetzt schnell. Oh, oh, jetzt sollte ich. Waffenladen, Marktplatz. Das Zappeln hat aufgehört. Das heißt dann wohl, ich hatte. Bald kann ich einen Zoo. Oh, Junge, ich kann es. Die Frage ist, wie kriege ich das hin? Der lebt ja nur so kurz. Probieren wir mal an die Hose zu kommen. So, erstmal auf die rechte Seite. Den Fisch zum Leben. Können wir ihn vielleicht auch einfach reinstecken? Zu spät, der ist schon tot. Zum Ausguck. Jetzt ist es nicht mehr ganz der höchste Punkt der Insel. Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Tja, spannen. Vielleicht mit einem Haken? Gute Idee. Jetzt muss ich das Ende nur noch irgendwo befestigen. Dann habe ich ein astreines Katapult. Im Rohr? Der Phlagomat reagiert nur auf menschliche Asche. Praktisch. An der Öse. Nichts passiert. So, und jetzt das Ei hier rein, oder was? Ich habe eigentlich keine Beziehung zu. Andererseits mag ich kleine technische Gadgets. Können wir damit jetzt vielleicht hier noch ein bisschen Asche raussaugen? Die Asche wurde durch das Rohr in die Maschine gesogen. So bekomme ich sie da nie raus. Warte mal, das ist doch... Hey! Da ist ordentlich was von der Asche drin, die ich oben in den Phlagomat geschüttet habe. Vielleicht kann ich die nochmal verwenden. Ja, das ist super. Dann nehmen wir gleich den Staubsauger. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Sollte hoffentlich reichen. Hier? Hehe! Mein Schnabeltierkatapult ist geladen und entsichert. Ich muss nur noch den Knoten lösen und dann... Und dann... Hilfe! Hilfe! Okay, Knoten lösen. Genau. Ich muss nur noch den Knoten. Was soll das denn? Krieg ich doch
diesen dämlichen Knoten nicht mehr.